Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wenn mir irgendwann diese Kiste kaputt macht, dann bin ich aber echt sauer. Ey, jetzt fang nicht an und sei der Erste. Also auf zum Händler. Oh, Maisfeld, das ist so warm. Ja. Das ist so übel, wenn hier die, wenn die aus ihren Grillbahn gesprungen kommen. Pass mal auf. Das ist richtig krass, ist das. Das ist spooky. Kannst du auch in der Landwirtschaft posten, ich glaube auch. Wahnsinn. Ja, das musst du mitnehmen. Sowas kannst du dir nicht entgehen lassen. Na komm hier, fürs Minimal. Kiste markiert? Nee. Genau. Fuffel, warum fragst du denn? Achso, Fuffel, du bist ja da. Ich weiß gar nicht mittlerweile, ob dein Link nochmal gepostet worden ist, aber du hattest ja die Patchnotes da übersetzt in 5 Teilen. Ja, kam's gute Nacht. Also wenn du magst und da auch nochmal ein bisschen Eigenwerbung für deine echt wahnsinnige Arbeit da machen möchtest, für die Webseite, kannst du den Link gerne posten. Lass dir mal bitte von einem der Admins eben ein paar mitgeben, sonst fliegt dir der Link hier gleich wieder um die Ohren. Da ich das nur, Tommy hatte vorhin meine Patchnotes-Videos gepostet und dein Geschriebenes ist ja deutlich vollständiger und umfangreicher. Ach da, das haben die schon fertig in ihrem Makro drin. Alles klar, super, finde ich top. Ist noch weit. Ja, ist noch weit. Lass uns, wir sollten jetzt direkt durchlaufen. Sonst schaffen wir es gar nicht mehr. Ich muss ja auch noch wieder zurück. Ich muss ja auch noch wieder zurück. Ich weiß gar nicht, warum ich zum Händler laufe. Also um diese Quest abzuschließen, in der Hoffnung, dass mir das irgendwie noch einen Skillpunkt bringt oder sowas. Gibt's das überhaupt noch? Bis bald, Bergkamps. Yokuya, danke für den Host. Und ein Gedicht im Laufen. Von der Scharabelpapone. Der Welkoi hat ein Feld gefunden. Nun erntet er bereits seit Stunden. Es dauert und geht nicht sehr schnell. Er wird noch zum Potato Well. Dann stolpert er noch über Beeten. Schön reif und blau, toll zum Verzehren. Beendet ist die Fastenzeit. Die Kochmütze, die liegt schon bereit. Ja, Kochen mit Well, wieder eine Folge machen, ne? Wie damals in Alpha 9. Dass dieser Händler so wahnsinnig weit weg sein muss, ey. Ist ja aber auch blöd. Also 3,5 Kilometer ist schon mal echt krass. Naja, 1,3 haben wir noch. Wir werden also noch ankommen. Was war das? Mückenrambo. Vielen lieben Dank für den Follow. Aber gut, so decken wir ein bisschen was von der Karte auf. Das kann ja auch nicht so schlecht sein. Vielleicht sind wir irgendwie auf dem Weg nochmal Wasser. Nee, haben wir gar nicht gefunden. Schade.
bei so zwecks irgendwie mal Umzug, weißt du, so irgendwie ans Wasser. Ich weiß nicht, ob ich Bock habe, unbedingt direkt am Kartenrand zu wohnen, weil hier geht es nicht mehr viel weiter. Ist ja eigentlich cooler, dann mehr so zentral und sich von da aus dann zu bewegen. So kann man mehr Schaden anrichten. Ich habe auch keine Tiere mehr gefunden, ne? Wir können denen ja den Mais klauen, aber dann sind die bestimmt sauer. Keine Hirsche oder sowas, ne? Nix? Gibt's überhaupt noch Hirsche? Hirsche soll es eigentlich noch geben, aber ich habe überhaupt gar keinen mehr gesehen, ne? Seine Besonderheit, er ist der einzige Händler und der hat überlebt. Und deshalb hat er Monopolpreise. Das befürchte ich auch. Das befürchte ich auch, dass es so sein wird. Aber wisst ihr was? Was immer geht? Ein Stein. Zeigen wir nochmal, was wir gelernt haben. Quatsch, ich will gar keine Baumwolle. Ich wollte den Golden Rod hier mitnehmen, Mensch. Damit wir da mal ein bisschen was machen können. Ich würde halt irgendwie ganz gerne eine lauschige Stelle für eine dauerhafte Basis suchen. Da hätte ich schon ganz gerne ein bisschen Wasser in der Nähe. Auch vor allen Dingen, weil das Wasser so toll aussieht mittlerweile. Das ist ja mittlerweile etwas, wo man ganz gerne raufguckt. Ne? Von der Idee her könnte ich mir vorstellen, dass mein Gebäude nicht sehr groß werden wird von den Grundabmessungen, aber eher höher. Das heißt, es spricht alles für ein kleines Türmchen oder sowas vielleicht. Ja. Ach nö. Oh, dann nehmen wir mal auseinander. Vielleicht ist da wieder Honig drin. Handgespielt, einen schönen guten Abend. Hast du was gegen den roten Tee? Nee. Weil der wärmt doch, ne? Und ich glaube nicht, dass Hitze und... der wärmt doch nur, oder? Tee, Golden Rock Tee. Reducing Max Stamina Damage. Haben sie den anscheinend geändert, was? Dann nehmen wir den auch noch mit. Ich kenne den nur noch aus der Alpha 16 oder aus der Starvation Mod und da war der doch irgendwie so ein wärmender Tee. Und Temperatur ist jetzt ja momentan hier nicht mehr so das Ding. Ich habe mir mal mit diesem Map-Editor oder dieser Kartenvorschau verschiedene Seeds angeguckt. Allerdings nur in der kleinen Auflösung, weil das nicht so lange dauert. Und ich habe den Eindruck, dass die meisten Seeds irgendwie nur noch aus einem Biom bestehen. Also nur Gras zum Beispiel. Ich habe vielleicht mal zwei Biomarten gefunden pro Map. Und dann sieht das anders aus, als wäre das immer schichtweise. Oben Schnee, in der Mitte grün und unten Wüste. Oder so. Ganz komisch. Ich weiß nicht, ob ich dann jetzt nur Pech hatte. Ich hatte auch nur so drei, vier Namen mal durchprobiert. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt Pech war. Oder ob das Terrain wirklich so ein bisschen merkwürdig generiert wird. Also da sah das für mich so aus, als wäre die Zeit der abwechslungsreichen Karten vorbei. Hat da mal jemand von euch mit rumgespielt oder auch auf YouTube? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob sich jemand... Es gibt drei Hauptbiome inklusive Subbiome. Ja, aber die waren so wirklich so Lasagne-mäßig, ne? So oben, Norden, Mitte, Süden. Ähm,
Man passt natürlich von der Überlegung her, dass man sagt, im Norden ist es immer kälter, also so arktismäßig, und wir gehen dann runter bis zum Äquator oder sowas. Könnte man das natürlich machen. Das hängt mit den neuen Hapmaps zusammen. Also dann kann man sich so eher darauf verlassen, ja, dass wenn man in Richtung Süden fährt, man, da ist zum Beispiel ein bisschen Wasser, wenn man in Richtung Süden fahren würde oder laufen würde, dann hätte man da irgendwann mal Wüste wahrscheinlich, ja. Norden Schneemitte grün und ein Wüste Schamarelle. Ah, okay. Gut, dann ist das halt so gewollt. Okay. Sollten wir es nicht zurückschaffen, können wir diese Hütte da einnehmen. Aber wir sind ja bald da. Scheißgegend hier. Ne? Ah. Die Rübchen, das Rübchen. Zockerrübe, vielen lieben Dank. Schönen guten Abend. Danke für den Raid. Und einen ganz lieben Gruß an deine Setzlinge. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Wie spät ist denn das jetzt? Oh, 23.40 Uhr schon. Krass. Also die Zeit geht echt wahnsinnig schnell rum in dem Spiel hier. Ich meine, ich habe auch nichts vor. Ich werde nicht bis 2 machen, aber 12, halb 1, denke ich mir schon. Vielleicht 1, aber länger als 1 nicht. Paula, hallo. Da wird er jetzt endlich sein. Boah, bin ich weit weg von zu Hause, bin ich weit weg. Und ich habe ja nicht mal Kohle, dass ich mir irgendwas bei ihm kaufen könnte, ne? Halt die Klappe, Mann! Was denn? Was war denn das für ein Geräusch? Achso, Talk to Trader. Boah, echt, aber echt 3,5 Kilometer ist mal Mörderstrecke. Nein! Boah, Blueberries of Steel hier. Sauerei. Wenn wir schon so weit gelaufen sind, lass uns wenigstens looten hier. Toll, den kann man sogar benutzen. Das für mich natürlich jetzt nicht, weil da wird einer gierig, genau. Wenn ich so weit gelaufen bin, dann will ich auch ein bisschen was haben für mein Geld. Ich glaube, sowas neue Schuhe kosten, du. Chicken Soup leisten. Gehen wir da mal rein. Ich malte die Blaubeeren. Ist ja nicht gerade so. Als wären die jetzt in einem Elsin gerade Mangelware. Ja, okay, gut, alles klar. Bitbruder. Was bauen die denn hier? Hier oben ist doch nichts. Warum sollte man darauf wollen? Für die Aussicht, ne? Ja, für die Aussicht wohl. Machen wir das. So, fürs Foto. Oh, mein Debuff ist weg. Sehr schön. Endlich, meine Nahtoderfahrung ist weg. Let us speak, Survivor. Jetzt habe ich Angst. Ich weiß, stand in den Patch Notes drin. Aber jetzt, die macht mir Angst.
Gruselig, ja. Es stand in den Patch Notes drin, dass sie dieses Problem hat. Pass auf, jetzt hat die irgendwas Geiles, was ich haben will. Und sie ist zu weit weg und ich habe keine Kohle für irgendwas. Ja, egal. If we ain't got what you're looking for, we can get it. Wir können mal nach Jobs fragen. Ah, es macht keinen Sinn, ne? Ein Clear Zombie Job in 1,8 Kilometer Entfernung. Das wäre noch am sinnvollsten, aber. Ja klar, alles nur Bird Supplies. Ihr habt doch eine Macke. I really admire you for nimm mal dies mit. Das ist wahrscheinlich nicht mal die richtige Richtung. In 1,8 Kilometer Entfernung. Clear Zombie Job. Müsste mir doch irgendwo angezeigt werden, oder? 1,8, ja, nee, nein, dann machen wir auch nicht. Halt die Klappe! Achso, dir geht's nicht so gut. Ja, da habe ich natürlich Verständnis dafür. Das ist natürlich eine doofe Situation, in der du dich befunden hast. 14.15 Uhr, wir laufen jetzt einfach stumpf zurück nach Hause, ne? Clear the area. At a rally point, das ist... Nee, komm. Wir können hier mal lassen. So schnell komme ich ja sowieso nicht zum Händler hin wieder. Vielleicht finden wir irgendwie schnell ein Fahrrad oder sowas. Lass uns die Quest mal ausblenden so lange. Show on map. Toggle active, so. Ach, guck mal, das Ausrufezeichen bleibt dann da. Das finde ich ja nicht verkehrt. Husten nimmt wieder zu, ne? Ich würde jetzt erstmal zu meiner Lootkiste gehen. Und dann können wir aber versuchen, ob wir dann in der Stadt da nochmal ein bisschen Angst und Schrecken verbreiten. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Aber erstmal wieder bis dahin zurückgehen. Damit ich das. Du solltest jetzt noch einen Skillpunkt bekommen haben. Habe ich den nicht auf dem Weg bekommen beim Ernten? Nee, ich habe keinen Skillpunkt bekommen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich sagte, pass auf, einen Skillpunkt habe ich jetzt, den hebe ich mir mal eben auf, weil ich noch nicht genau weiß, was ich jetzt dann skillen soll. Ich warte mal, bis ich den zweiten habe. Erinnerst dich dran? Das habe ich gesagt, ne? Deshalb glaube ich nicht, dass ich jetzt... Dann ist das nicht mehr drin. Dann kriegt man keine Skillpunkte mehr vom Wurstibär. Wie geil. Dann kriegt man anscheinend keine Skillpunkte mehr. Was denn? Die Frau im Baum. Wenn man zum Händler geht. Gut. Von der Idee eigentlich. Oh, Hirsch, 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 Hirsch. Habe ich noch nicht gesehen. Okay.
Wo ist die Bär? Danke für den Follow. Jetzt habe ich meinen zweiten Skillpunkt. Aber ich sag mal so, wenn man den Händler, man hat ja eigentlich normalerweise jetzt auch das Bedürfnis, zum Händler zu gehen, weil der wichtig für einen ist, weil man da ja seinen Questgeber kriegt. Man muss ja nicht mehr mit Skillpunkten belohnt werden. Verdammt, wo war jetzt der Hirsch? So tief rein kann er nicht gewesen sein. Wo war jetzt der Hirsch? Der wird ja hier noch liegen. Ich bin ein bisschen weit die Straße runtergelaufen. Ich brauchte noch ein Messer. Okay. Jemand von euch, der Orientierung hatte? Sagen irgendwo hier, ne? Der wird hier noch liegen. Aber sie ist auch noch hier. Und die ist mir hinterhergelaufen. Ach, ich habe die linke Maustaste genommen. Warum denn das? Mein Hirsch. Ich sehe den schon despawn. Gib mal einen Pfeil her. Okay. Haben wir. So. Nee, jetzt bin ich ja da. Ricky, wie lange hast du so eine große Verzögerung? Also, aber jetzt brauche ich ja nicht mal zu markieren. Jetzt hatte ich ihn ja gefunden. Also, ich wollte mich ja von denen, nachdem ich ihn gefunden habe, wollte ich mich eigentlich nie mehr weit von ihm entfernen. Waren ja nur zwei Zombies. Muss man jetzt ja nicht unbedingt so rennen. Aber das ist ja gut. Ach so, falls die Zombies mir nicht weggelotst hätten, ja. Hm. Ja, stimmt. Aber da dachte ich mir, ach komm, das muss jetzt gehen. Aber es gibt also noch welche. Aber anscheinend sehr selten. Ich glaube, dass man in dieser Alpha sehr viel mit Gartenbau arbeiten muss, irgendwie. Das ist so mein Eindruck. Die beiden habe ich doch nee. So zwei direkt hintereinander habe ich doch bestimmt gelootet. Was brauchen wir nicht? Die Kotten brauchen wir nicht. Die beiden Large Bones brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Wir könnten, das können wir scrappen. Passt.
So, gehen wir hier mal hoch. Gute Nacht, Asrak. Ich wünsche dir was. Du musst morgen früh wieder raus, okay. Ich wünsche dir einen sorgenfreien Tag oder so. Einen ruhigen Tag wünschen ist ja auch doof. Obwohl, wenn es ein ruhiger Tag ist, nichts passiert. Aber dann ist ja... ist auch doof in deinem Job, ne? Wenn man keinen Bock hat, sich zu langweilen, ist immer draußen irgendwas Schlimmes passiert. Wie blöd, ne? Na, guck mal, jetzt können wir es ja mitnehmen. Wenn ich ein bisschen überladen bin, ist das ja auch nicht so schlimm. Guck mal, hier hast du zum Beispiel eine kleine Wasserquelle. Aber ein richtiger See ist es ja auch nicht. Für eine Basis. Aber ganz ehrlich, über die Entfernung kann ich jetzt gar nicht umziehen ohne Fahrrad oder sowas. Ich glaube, ich kann erst an Umzug denken, wenn ich wirklich ein Fahrrad habe. Mindestens. Zieht man mit dem Fahrrad um. Auf die Entfernung. Da wisst ihr mal, was ihr gemacht habt. Ich würde halt ganz gerne irgendwie ein bisschen ans Wasser. Oh. Ja, hier zum Beispiel. Das ist ganz hübsch. Hier könnte man zum Beispiel. Ja. Und dann könnte man zum Beispiel dieses Haus da drüben opfern. Man könnte natürlich auch das Haus nehmen, aber. Aber hier auf dieser Wiese könnte man noch irgendwie bauen oder so. Und dann hat man hier direkt Wasser vor der Tür oder. Man baut direkt hier unten dran. Oh, wo ist denn das so her? Ja, kann ich jetzt keinen Marker setzen? Aber das finden wir ja wieder. Weil das sieht noch ganz hübsch aus. Diese andere größere Wasserfläche, die aber nur so ein Loch war. Die war ja nicht schön. So. Zwei neue Skillpunkte, die kann man dann gleich mal vergeben, wenn wir zu Hause sind. Ein letztes Wort, das man noch lesen kann, ist kleiner. Der Bot frisst nur Gedichte mit einer Maximallänge von... Nö, der Bot kann unendlich lange Gedichte. Das ist nicht so das Problem. Twitch frisst die. Der Bot kann da, hat da gar kein Problem mit. Aber der Twitch-Chat nimmt keine längeren an. Ich habe gestern eine Spritze gefunden, die auf Zeit alle Rucksackplätze trotz freischaltet. Okay. Ja, für 30 Minuten dann oder so, ne? Weißt du, und dann bist du im entscheidenden Augenblick, ist ein Zombiebär hinter dir her. Und genau in dem Augenblick hört deine Schriftrolle auf zu wirken und du stehst. Du stehst dann einfach stumpf. Mir würde sowas passieren. So, jetzt bin ich überladen, aber es bin ich gleich sowieso, wenn ich die Kartoffeln und sowas mitnehme. Das soll es mir aber wert sein. Ich muss trotzdem mal sehen, dass ich nach Hause komme. Ich war jetzt eine ganze Folge oder zwei Folgen wirklich nur am Hin- und Zurücklaufen. Ja, letzte Folge sind wir hingelaufen. Krass, es tut mir jetzt fast ein bisschen leid. Aber auch da sage ich mal, gehört zum Spiel. Dann kann man mal sehen, was 3 Kilometer echt für Strecke sind, ne? 3,5. Ja, ich bin hart, ich weiß. Ich finde das cool, wie mir das Spiel immer wieder lobt und so und schmeichelt, aber naja. Bisschen dezenter wird ja auch gehen. Haben sie aber nett gemacht.
Daniel, gute Nacht. Und Kampffischer, du auch? Oder wer geht denn jetzt gerade alles? Daniel geht, ne? Daniel, ich wünsche dir was. Wieso kriege ich das nicht mit hier, wenn die Leute gehen? Kann doch nicht angehen. Lustig ist es erst, wenn der Buff mit einem Kampf endet. Das glaube ich auch, ja. Sportlich. Ja, stimmt. Hier kann ich mich trennen. Hier bin ich halt vorbeigekommen. Boah, Ausdauer. Wer in den Chat schauen soll helfen. Ja, ich muss noch ein bisschen aufpassen, wo ich hinlaufe. Das ist halt so eine Sache. Sind sie wieder zurück in die Gräber gesprungen? Ich hab die doch alle rausgeholt. Da vorne müsste irgendwo mal eine Kiste stehen. Das können wir irgendwann mal kloppen. Habe ich nicht gesagt, dass ich hier noch in der Stadt looten wollte, wenn ich da bin? Hier ist meine Kiste. Sie ist noch da. Hier ist noch so viel abzuernten, das ist so unglaublich. Aber wir müssen weiter nach Hause. Und das ist immer noch ein ganz schöner Weg nach Hause. Oh, geht. Geht eigentlich. Ich möchte dann aber, was haben wir jetzt überhaupt? Tag 3 erst. Ey, diese 90-Minuten-Geschichte, ne? Die macht sich so krass bemerkbar, ey. Du kannst richtig was machen, ne? Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich finde es ganz gut, weil ich kann für mich jetzt ja mal 90 Minuten ausprobieren. Wenn die stabile rauskommt, werde ich sowieso neu anfangen. Ich hätte halt bei 90 Minuten ein bisschen die Befürchtung. Jacks Play, vielen lieben Dank für das Abo. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Setz dich hin, hol dir Popcorn. Wenn ich kann, baue ich mir ein Fahrrad, natürlich. Sicher, ist das Erste, was ich haben werde. Dance Till You Die Studio. Hätten die Hamster wirklich genommen? Da da Spikes vor der Tür waren, könnten da Ferale drin sein. Wenn das stimmt, was Sushamp da für sich rausgefunden hat. Also er hat da schon viele Häuser geöffnet. Er meinte, überall wo Spikes vorstehen, sind Ferale drin. Das will ich ihm auch glauben. jedenfalls, was wollte ich ihm gesagt haben? Achso, ich hätte Befürchtung, dass mir 90 Minuten... Das ist ein Hirsch. Ich dachte, das wäre ein Hund. Ich hätte, glaube ich, befürchtet, dass mir 90 Minuten zu schnell zu langweilig wird. Dass du dann an Tag 14, und wir wissen, die ersten beiden Horden sind wahrscheinlich nicht so die Riesenherausforderung, dass du dann schon so viele Sachen hast, dass du dir vor den Nachfolgehorden dann gar keine Sorgen mehr machen musst. Oder das so, oder am Tag 48 oder sowas halt. Das wäre so mein Bedenken, den ich habe. Und das heißt natürlich mit halber Tagesdauer nicht. Also nicht so schnell. Du hast es vielleicht an Tag 80. Wobei an Tag 80 sind die Horden auch schon wieder größer als an Tag 40. Das ist so, da muss man gucken. Weil ich habe jetzt echt Zeit, mir Material zu sammeln, Skills zu sammeln. Ich werde bestimmt bis Tag 7 vielleicht noch nichts Eigenes gebaut haben. Ich würde dann ganz gerne ein Wasser bauen.
Oder wir müssten da mal gucken, ob da das da schön ist, an dem Wasser. Dann sind wir halt am Kartenrand. So eine Sache halt. Ich befürchte ja, dass das hier der einzige Händler auf der Map ist. Hier kann ja keiner sein. Wenn mir an der Annahme, dass mir der nächste Händler angezeigt wird bei der Quest. Weiß das jemand? Ayuta, du... Ist ja Ayuta noch da, oder? Ayuta, du hattest noch zwei Händler gefunden. Wurde dir... Dein Starthändler wurde dir gar nicht angezeigt, oder? Oder hast du auch so einen Starthändler bekommen? Also so wie dieser Questhändler da. Würde mich mal interessieren, ob der näher dran war als der zweite, den du gefunden hast. Ich habe auch auf 90 erst nach 3,5 Tagen die erste Stadt gefunden. Jo, dann war Daniel sehr weit entfernt, ne? Oder muss er in die falsche Richtung laufen? Je nachdem, wenn du so zentral startest, ne? Weiß ich auch nicht, in welcher Richtung jetzt unbedingt welche zu finden sind. Ach, wir müssen noch über den Berg. Ist ja ganz gut. Eben, ihr seid doch schon wach. Nicht die Mama, nicht die Mama. Finde ich so schlecht? Ne, das war eigentlich alles. Wie ist nach einem Fall umgefallen? Oh, was war das denn, ey? Ich glaube, die hätten ein bisschen mehr aus, ne? Die waren alle immer recht zäh. Da ist doch keiner Loot da. Also diese zwei Putz. Nur in Nähe. Oh. Okay. Lol. Okay. Sehr schön. Zwei Pfeile. Da sind wir hier welche Schritte. Echt, eine Klimaanlage haben wir hier versteckt. Unglaublich. Ja gut. Können wir mitnehmen. Die Bandage. Hey. Okay, gehen wir nach Hause. So, ja, aber wie gesagt, du bist halt echt dann viel am Laufen hier. Für so einen langen Ausflug. Ich muss mal gucken, kann sein, dass ich die Nacht einfach mal überspringe. Ich werde ein bisschen kochen in der Nacht. Ich werde... Oh, Nachtsichtgerät. Komm. Ich hatte davon mal zwei gekillt hintereinander und die haben beide jeweils ein Nachtsichtgerät gedroppt. Und das war aber mein allererster Spielstand
wo ich nachher überhaupt nichts zu essen und keine Ausdauer mehr hatte und konnte nichts mehr machen. Ich konnte nicht mehr mal meine Steinaxt bewegen. Die haben beide Nachtsichtgeräte gedroppt. Seitdem heißen die Dinger bei mir Nachtsichtgeräte. So. Echt hübsche Optik hier. Sieht schon schön aus mit dem blauen Himmel hier. Ist das meins? Ja, das ist meins. Genau, sehr schön. So. Ab dafür. Dann verabschiede ich mich mal aus der Aufnahme hier. Wir haben erst 19 Uhr, aber ich muss mal gucken. Kann sein, dass wir uns erst morgen früh um 4 wiedersehen. Nachdem wir jetzt irgendwie 2 Folgen lang nur gelaufen sind. Ich meine, es war ja vielleicht trotzdem unterhaltsam. Wie gesagt, es gehört auch zum Spiel dazu. Und, aber dann, ich habe halt das Bedürfnis, immer ein paar abwechslungsreiche Sachen zu zeigen. Deshalb will ich euch jetzt ja nicht eine komplette Nacht noch reinschieben. Ich muss mich da durchschlagen und der Chat auch. Karfunkelchen, hallo, schönen guten Abend. Wie ersetzt du dein Holzknüppel nicht? Durch was? Also wenn du so fragst, musst du mir jetzt auch sagen, durch was ich den ersetzen soll. Den Holzknüppel. Das ist die Alpha 17, das weißt du, ne? Durch eine Leiter? Nee, aber gib mir mal einen Tipp, was du meinst. Ich vermute, dass du denkst, durch einen Eisenknüppel. Ja, wenn ich jetzt gerade einen craften könnte irgendwie, einen Eisenknüppel. Eigentlich glaube ich gar nicht. Club, Wooden Club, Iron Reinforced. Ich habe noch keine 100 Dingseisen. Aber auf dem Gestand fand ich den auch nicht schlechter. Den finde ich vom Handling finde ich den besser. Also den Reinforced Club habe ich noch nie gut gefunden. Wenn, würde ich den mit Stacheldraht. Aber dann müsste ich jetzt das, der Schematik für die Mods finden. Das ist so der Grund. Meine Hauptwaffe ist sowieso Pfeil und Bogen, sage ich mal. So, wir können eigentlich... Ja, einen Garten anlegen macht ja jetzt schon Sinn. Wenn ich erst darauf warte, einen Garten anzulegen, wo ich endgültig hinziehen will, dann kann ich ja noch Wochen damit warten, was? Lass uns noch mal ein bisschen Holz holen, bevor die Nacht anbricht. Das mache ich so. Ich verabschiede mich jetzt trotzdem mal aus der Aufnahme und ich mache mir eben eine Müllkiste. Keine Ho, okay. Stimmt, ich brauche eine Ho. Das ist ein total nerviger Bug. Warum haben sie das eingebaut? Ich meine, weil es ein Bug ist, ne? Aber so ein total merkwürdiger jedenfalls, ne? Wie so, ich keine Ahnung, was man da reinprogrammiert hat. War ja danach keiner mehr an irgendeiner Kiste von den Pimps, ne? Sonst hätten sie es ja sofort gemerkt. Okay, ich verabschiede mich. Bis dann. Tschüss.